Name ist Fabian Mollwitz. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, da ich ein sehr vielfältiges Einsatzgebiet habe, was anfängt auf Baustellen, in Kellern, auf Dächern, in Wohnungen. Typische Aufgaben in meinem Berufsfeld sind Heizungswartung, die Instandsetzung und Reparaturen von Heizungen, Installationen von Bad- und Heizungsausbildungsberuf entschieden, wegen dem umfangreichen Berufsfeld. Ja, ich bin Carina Müller, erstes Ausbildungsjahr. Ich bin 43 Jahre alt und seit 27 Jahren bei den städtischen Werken beschäftigt. Seit 14 Jahren ist eine meiner Aufgaben die Ausbildung der erst Gas-Wasser-Installateure und nun der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Des Anlagenmechanikers für Sanitär, Heizung und Klimatechnik gibt es seit 2003. Er ist entstanden aus den Berufen des Gas- und Wasserinstallateurs und des Zentralheizung- und Lüftungsbauers. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Man macht nach 1,5 Jahren eine Zwischenprüfung und nach 3,5 Jahren die Abschlussprüfung, die dann mit einem Gesellenbrief endet. Zu den Voraussetzungen, um eine Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen, wäre es, dass man einen guten Hauptschulabschluss hat oder besser einen Realschulabschluss. Die persönlichen Eigenschaften sollten sein, dass man flexibel ist, ausdauernd, lernbereit sowieso und keine Hemmung hat im Kontakt zu Menschen. Denn viele Arbeiten finden beim Kunden statt.